Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Ja, wir waren hier in Fort Frolic unterwegs, haben alles geklärt und können nun zum nächsten Gebiet. Das wäre, Hephaestus, keine Ahnung, wie man... Ja, Hephaestus wird schon stimmen. Und jetzt müssten wir, glaub, auf Ryan treffen. Langsam aber sicher. Hieß es zumindest. Okay. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Oh. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Okay, ich glaube nicht, dass wir so einfach in sein Büro spazieren können. Kohn ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Naja, jetzt ist er tot. Denn wir wollten seinen Schlüssel. Und ihn wollte er uns nicht geben, freiwillig, also... So, hier ist noch ein Zirkus der Werte. Ich glaube aber, ich brauche nichts. Oder? Pistolenkugeln könnte ich mir noch... Ach komm, ich hoffe. Was habe ich... Okay, drei Little Sisters. Sind ja wieder... Was lacht hier? Das kommt von hier oben? Es macht keinen Unterschied, in welche Richtung ich gehe. Erstmal ein Foto, weil das sieht, das ist ein ganz normaler. Okay. Mein Kind! Mein! Verräter! Verräter! Lol. Das war glücklich. Ich dachte, das wäre irgendwas Spezielles. Wir müssen die Grenzen sichten. Was ist das? Nichts. Beine auseinander! Auseinander! Ach, das ist ein Houdini. Oder auch nicht. Okay, die Gegner werden jetzt auf jeden Fall stärker. Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Was? Ich ahne noch gar nichts. Ich ahne, hier ist irgendwas vorgefallen. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Au. Wie auch immer der jetzt. Ich glaube, er ist verbrannt an seinem eigenen Feuer. Hier drin ist ein Geschütz. Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube, ich biege direkt ab. Ich komme hier oben durch. Bedeutet.
Okay, das müsste... Perfekt. Ich glaube, ich werde es noch benutzen. Also, da kommt schon der erste. Hat sich schon gelohnt. Ich brauche wieder eine Inventstation. Ich habe so viel Tagebucheintrag. Ryan hat Fontaine Futuristics verstaatlicht. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell. Das, ist wahrscheinlich schon zu spät. Ich hab... Ich spritze einen Verband. Ich hol mir mal einen Verbandskasten. Okay, hier habe ich einen ach, das ist sogar ein... Naja. Genbank brauche ich eigentlich nicht. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Irgendetwas hier drin gefällt mir ganz und gar nicht. Könnte diese seltsame Musik sein, die ich gehört habe? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Hat also ein Tor. Das ist ja schön und gut. Sollte ich das vielleicht hacken? Ich habe so das Gefühl, hier kommt noch irgend so ein Bosskampf, oder? Ach, egal. Ah, ein Geschenk. Schön, ja? Ich glaube, das ist eine Falle. Eine ziemlich offensichtliche sogar. Nein. Ionengel? Kann ich das nicht mitnehmen? Ich schaue mich erstmal in Ruhe um. Ich brauche die Kamera. Ich will nur die Kamera hacken, nicht irgendwo reingehen. Ich glaube, ich kann vielleicht direkt so runter. Okay, ich brauche noch einen nach links. Nein, geht gar nicht. Ich brauche so einen... Und den hier. Okay. Hier will ich noch nicht rein. Da ist das Ziel. Also nein. Das sieht doch interessant aus. Trinker kann ich nicht holen. Hackers Delight auch nicht. Ich könnte einen Autohacker. Ionisches Gel. Fallenbolzen. Boah, brauche ich jetzt nicht. Ich werde wieder viel Munition... oh, Leck. Okay. Ich hoffe, das Video ist nicht asynchron jetzt wieder. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, jedes Mal bei diesen Spielen. Ich, versuch's. Vielen Dank. Erstmal hier nimmt Bienen. Ah,
Bean! Das ist schön. Ich hasse Bean! Ja. Ist eine schlechte Falle, wenn die einem erst die Munition und die Waffen geben und erst danach kommen. Also so für zukünftige Fallen wäre anders besser. Oh. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Okay. Hier geht's weiter. Kann ich da irgendwie runter scrollen? Geht nicht. Ich glaube, da muss ich erst später hin. Was? Kann ich hier erkennen? Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan, aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Das ist er wohl. Hat nicht so gut geklappt. Ist ein bisschen angekokelt. Alter, wer schreit hier? Ruhe da hinten. Gut, dann holen wir mal den nächsten. Der hatte ja nichts dabei. Das ist ein unbedeutender. Kennen wir nicht. Die ist auch egal. Oh, wir haben seine Zigaretten genommen. Eine Enzymprobe. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Ja, nicht viel, Anja. Hier hast du geendet. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Bin recht gut mit Technik. Ich glaube, das kriege ich irgendwie hin. Ist ja gut. Erstmal da. Wir können mal gegeneinander kämpfen. Ist mir egal. Ein paar Bienen vielleicht. Auch irgendwas Besseres. Lauf nicht weg! Halt ab! Ist gerade ein bisschen viel los. Alter. Was ist das für ein Typ? Der ist auf jeden Fall stärker. Ah, Leadhead-Splicer. Natürlich was anderes. Kenne ich nicht. Denk an mich, verdammt nochmal! Denk an mich! So was? Wo bist du? Ist mir scheißegal. Will dich fotografieren. Ich glaube, dich habe ich nämlich noch nie gesehen. Oder doch? Okay.
Endlich Ruhe. Hier komme ich nicht rein, weil... Geht nicht ohne eine Überlastung. Erstmal ein Foto. Wenn er schon wieder da ist. Tu mir das nicht an, okay? Erstmal da kommen. Oh nein. Ach so, hier ist eine Tür. Roger erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben, meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Das finde ich aber nicht sehr nett. Wo genau bin ich jetzt wieder? Ach, okay. Frozen Field 2. Aha. Weniger Schaden durch Kälte und können Gegner erfrieren. Das haben wir ja schon. Wir haben das 1. Wir haben jetzt schon mal 2. Okay. Nicht schlecht. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Ja, nicht so ganz. Oh, oh. Irgendwas, bin ich dagegen getreten. So, hier ist alles tot. Die Eve-Spritze kann ich mir nicht reinziehen. Bin eh gerade voll. Dann können wir auch wieder gehen. Wir müssen hier nach links. Und irgendwas überhitzen. Aha. Okay. Was hat das hier zu bedeuten? Ist er irgendwie durch die Decke geprallt? Nee. Der liegt einfach hier. Hephaestus Core. Auf jeden Fall, ist das ein Vulkan im Wasser? 2, 3? Also, die Lage ist auf jeden Fall... Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Was? Achso, Atlas war ja der... Okay. Dieses Flimmern ist irgendwie, unangenehm. Ein klein wenig. Alter. Ich höre einen Big Daddy. Alter. Das klingt nicht nach einem normalen Big Daddy. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Alter. Bin ich auf die Eier. Kümmert euch um den hier. Erstmal ein Foto. Ich habe keine Ahnung, was das für ein... Ist ein normaler Bouncer? Aha. Rackchocky 2. Massiv Schaden der Rohrzange. Und wir haben den 1, wir können den ersetzen. Das gefällt mir. Erstmal entzünde ich den einfach. Wie kriege ich den am besten? Einfach ionische Scale drauf?
Alter, wer geht mir hier auf den Sack? So, was hier? Nimm mal ein paar Bienen. Au, das tut weh. Bald keine Verbandskästen mehr. Elite-Bouncer war das. Ach, come to Daddy. Du schickst mir eine kleine? Ich krieg eine eigene Little Sister? Klang grad so. Ist nicht so praktisch. Dini Splicer. Was ist denn? Irgendjemand hier geht mir auf den Sack. Napalm, ionisches Gel krieg ich irgendwie nicht. Oh, leck. Lebst du noch? Nicht mehr lange. Ah. Ich glaube, der ist tot. War es ein bisschen verschwenderisch. Aber musste sein. So, ich hole mir noch das hier. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Ja, das hat wundervoll geklappt. So, ich habe... Ich weiß nicht, was das hier... Soll ich mal draufschlagen? Okay. Ich brauche unbedingt einen Shop, weil ich habe keine... Mein Portemonnaie ist voll und ich habe keine Medikits mehr. Hier ist aber nichts. Das heißt, ich muss runter. Ich würde aber sagen, ich mache das im nächsten Part. Ich mache hier einen Cut. Oh, 23 Minuten. Ja, komm, mache ich einen Cut. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Bioshock. Bis zum nächsten Mal.